Heute im Video gibt es drei einfache, aber sehr stylische Freestyle-Kombos, die deine Freunde definitiv beeindrucken. Willkommen also zu einem neuen Tutorial und heute gibt es gleich drei Freestyle-Kombos. Das heißt, wir zeigen nicht nur einen Trick, sondern eine coole Kombination und das drei verschiedene, um deine Freunde zu beeindrucken. Es ist also soweit ein neues Video mit meinem Partner Matchday Nutrition. Ich hoffe, ihr kennt die Jungs mittlerweile. Heute stellen wir auch wieder ein weiteres Produkt von den Nahrungsergänzungsspezialisten im Bereich Fußball vor. Wie gesagt, alles abgestimmt auf Fußballer, was die Produkte drauf haben und was ich euch heute vorstelle, gibt es natürlich wieder am Ende vom Video, außerdem für euch natürlich wieder Rabattcodes, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt starten wir rein mit dem Tutorial. Starten wir rein mit Kombination Nummer 1 und das ist direkt mal eine für die Basics und zwar Flick-Up von Zlatan, danach dann der Knee Around the World. Das sind zwei Tricks, die kann auf jeden Fall jeder lernen, das heißt, damit starten wir jetzt los. Starten wir also rein mit dem Flick-Up-Trick. Der geht relativ easy. Wichtig dabei ist, euer starker Fuß geht hinter den Ball. Mit den Fußzehen solltet ihr den Ball schon leicht berühren und euer schwacher Fuß ist gleich zum Schwung holen. Das heißt, um nach oben zu springen, wenn ihr am höchsten Punkt seid, lupft ihr den Ball von unten an und tippt ihn mit der Sohle nach unten, dass der Ball wieder nach oben springt. Kommen wir zum Knee Around the World. Den kennt ihr natürlich schon von den Videos. Ist sehr, sehr simpel zu lernen. Einfacher als der normale Around the World, weil ihr eigentlich nur die halbe Bewegung machen müsst. Dabei natürlich Schritt 1, den Ball erstmal zwischen den Knien auffangen. Da ist einfach wichtig, das richtige Timing zu finden. Nicht zu weit oben, nicht zu weit unten treffen. Und dann beim Around the World an sich ist es entscheidend, den Ball nicht einfach fallen zu lassen, sondern euren Oberschenkel nach oben zu ziehen. So habt ihr mehr Zeit, dass der Ball eine längere Bewegung hat. Das heißt, Schwung holen nach oben. Sobald ihr am höchsten Punkt seid, solltet ihr mit der Umkreisung beginnen. Und dann geht das relativ easy. Weiter geht's mit Kombination Nummer 2. Jetzt bringen wir ein bisschen Abwechslung rein und machen das Ganze im Oberkörper. Das ist eine sehr coole Kombination, ein bisschen schwieriger, kann man aber auch einfach lernen. Das Ganze setzt sich aus drei Tricks zusammen und das sieht so aus. Das heißt, wichtig bei diesem Trick natürlich, den Basic-Trick zu beherrschen, den Neck-Catch. Den kennt ihr hoffentlich aus dem letzten Video von den Fußballtricks, die jeder lernen kann. Wichtig dabei ist, den Ball zunächst in den Nacken zu legen, immer Kopf nach oben halten, nicht den hier machen. Dann merkt ihr, der Ball rollt zur Seite raus, schönes Hohlkreuz. Ball reinlegen, Arme zur Seite, dass ihr wirklich ein Hohlkreuz habt, dann ist der Ball auch relativ sicher. Das ist natürlich wichtig für Trick Nummer 1. Schritt 2, der Neck-Shooter. Ein sehr cooler Trick, aber auch relativ easy. Das heißt, Neck-Catch beherrscht ihr jetzt, müsst ihr zumindest diesen Trick. Ball wird aufgefangen und jetzt ist es wichtig, den Ball nach oben zu katapultieren. Dabei holt ihr Schwung, indem ihr in die Knie geht. Wenn ihr nach unten geht, geht der Kopf nach vorne, also nach unten, dass der Ball über euren Nacken nach oben rollen kann. Das heißt, im schnellen Durchgang sieht es dann so aus. Das heißt, ihr katapultiert den Ball mit eurem Hals hier hinten im Hinterkopf nach oben. Dabei nochmal Schwung holen. Sobald er nach oben geht, Kopf abklappen und über den Hinterkopf abrollen lassen. Und das Ganze natürlich auch wieder beim Auffangen. Kommen wir jetzt zum Showtrick schlechthin und zwar Liegestütze mit dem Ball im Nacken. Das heißt, Schritt 1 Ball auffangen, Schritt 2 nach oben wieder auffangen und jetzt kommen wir zum eigentlich einfachsten Teil und zwar wichtig dabei ist einfach die ganze Zeit Blick nach oben, also nicht Kopf abfallen lassen, sondern schön Kopf oben halten, dann ein Knie nach dem anderen, Hände nach vorne und dann die Liegestütze.
Kommen wir zur Kombination Nummer 3. Das Ganze ist auch ein bisschen anspruchsvoller, kann man aber easy lernen und natürlich perfekt, um deine Freunde zu beeindrucken. Starten wir mit Trick Nummer 1, dem Flick-Up. Auch hier wieder zwei Tricks als Kombination, gewissermaßen drei. Wir fangen an mit dem Slap, das heißt, Ball wird hier zwischen den Knöcheln fest eingepresst. Das ist sehr entscheidend, um hier den Ball nicht rausrutschen zu lassen. Dann starker Fuß geht zum Schwachen, um Schwung zu holen. Und jetzt an der Wade quasi nach oben ziehen, an eurem starken Fuß. Das heißt, wichtig dabei ist, nicht zu früh den Ball loszulassen, sondern wirklich bis nach oben zu ziehen. So macht es den Trick deutlich einfacher. Kommen wir zum Around the World Part. Wichtig natürlich, ihr müsst den einfachen Around the World erst schon beherrschen. Dazu gibt es schon ein separates Video, ein sogenanntes 2-Minuten-Tutorial, wo ihr den Trick innerhalb von 2 Minuten lernen könnt. Nochmal für euch als einfache Erklärung. Footstall-Ball auffangen, nach oben ziehen und am höchsten Punkt beginnt dann die Around the World-Bewegung. Außen jonglieren ist es noch ein bisschen schwieriger, aber kann man sehr easy lernen. Wichtig hier, leichte Berührung, nicht übertrieben, sonst hopst der Ball zu weit nach oben. Und dann müsst ihr eine Riesenbewegung machen, dann braucht ihr mehr Zeit. Das wird oft verwechselt. Wenn man den Ball höher spielt, denkt man, man hat mehr Zeit. Gleichzeitig ist die Bewegung aber deutlich größer. Bisschen Mathematik hier. Und zwar wichtig dabei ist, ihr müsst ihn in beide Richtungen beherrschen. Sowohl nach außen, als auch wieder nach innen. Und jetzt ist das Entscheidende ohne Zwischenkontakt. Das heißt, ihr startet nach außen. Nicht mehr weiter jonglieren, sondern direkt nach innen. Und hier ist es wirklich sehr entscheidend, den Ball nur ganz leicht zu treffen. Das unterstützt man wirklich, dass man den Ball zu hoch schießt. Einfach bei der zweiten Bewegung ganz leicht antippen, dann geht es euch deutlich einfacher. Wie versprochen melde ich mich jetzt noch aus dem Office, denn wir wollten ja noch über meinen Partner Match Nutrition quatschen. Bin jetzt über 2 Jahren eigentlich schon in Zusammenarbeit mit denen. Für alle, die noch nicht wissen, was Match Nutrition genau ist, hier mal eine kleine Erklärung. 70% der Leistung auf dem Platz hängt von der richtigen Ernährung ab. Match Nutrition ist ein ganzheitliches Ernährungskonzept speziell für Fußballer. Egal ob vor dem Training, während dem Training oder nach dem Training, Match Nutrition bringt deine Leistung aufs nächste Level. Bereits über 15.000 Spieler sind dabei, darunter auch Spieler aus der ersten und zweiten Bundesliga. Das heißt, Leute, Match Nutrition ist speziell für Fußballer im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel aktiv. Und heute stelle ich euch natürlich wieder ein Produkt vor und dieses Mal mein Lieblingsprodukt. Und so gehen wir hier rüber in meine Matchday-Box. Hier sind die ganzen Shooting-Utensilien, also die Boxen, die ich quasi nicht aufmache und konsumiere, um die noch für die Bilder zu nutzen. Hier den Refuel kennt ihr. Probierpaket, wo ihr gerade schon gesehen habt, da sind dann quasi statt hier zum Beispiel wie ein komplettes Boost-Paket, habt ihr die Möglichkeit dann einfach, ich kann es mal zeigen, so kleine Probierpaketchen zu bekommen. Das ist dann quasi eine Einmalportion. Um zu gucken, ob das Ganze euch schmeckt. Aber heute geht es genau um das hier. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Mein absoluter Favorite Matchday Bite. Das ist ein Schokoriegel. Sieht auch von der Verpackung, finde ich, ziemlich geil aus. Und wird quasi vor dem Sport genutzt. Ich hoffe, wie gesagt, ihr kennt ihn, den Matchday Bite. Das Ganze ist für vor dem Training. Ich glaube, jeder kennt es, wenn man von der Arbeit oder von der Schule kommt, noch nichts gegessen hat und dann im Training mit leerem Magen spielen muss. Sehr, sehr unangenehm. Dafür ist dieser Riegel quasi da. Ihr könnt ihn vor dem Training einnehmen, ohne dass er schwer im Magen liegt. Kohlenhydrathaltig, das heißt, hier geht es eher um das Thema Energie als vor dem Training. Und ich muss sagen, geschmacklich extrem geil. Quinoa und Schoko schmeckt sehr geil. Wie gesagt, seht ihr auch ab und zu bei mir in der Insta-Story. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich das immer mit. Das ist sehr praktisch. Das findet ihr unten verlinkt und für euch natürlich auch ein Rabattcode, dass ihr euch die Produkte günstiger sichern könnt. Findet ihr alles unten verlinkt bei meinem Partner Match Nutrition. Und apropos Riegel, das wäre, glaube ich, mein absoluter Traum, hier mal was Eigenes zu starten. Ich werde mit den Jungs auf jeden Fall mal quatschen von Match Nutrition,
Vielleicht gibt es ja hier mal einen eigenen David-Rau-Riegel. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst gerne mal Feedback da. Wäre für mich auf jeden Fall ein Traum, hier sowas Eigenes zu bringen. Das war's also schon wieder zum heutigen Tutorial. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mal wieder ein bisschen was anderes, ein bisschen Abwechslung. Und ihr wisst natürlich, mit Matchday Nutrition kommt das Ganze häufiger. Deswegen lasst jetzt gerne Feedback da. Das nächste Video soll es ein Fußball-Tutorial werden. Ein Workout zum Beispiel. Mbappé hatten wir zuletzt. Oder doch wieder Freestyle. Gerne Feedback da lassen. Außerdem schaut bei den Jungs von Matchday Nutrition vorbei. Alles unten verlinkt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.